Moin und Weidmanns Heil, hier ist wieder die Anja vom Jagdfieber-Podcast. In meiner letzten Folge habe ich dir in Form einer kleinen Geschichte etwas zur Biologie des Rehwildes erzählt. Dennoch sind da noch zwei Punkte, auf die ich in der heutigen Folge etwas ausführlicher eingehen möchte. Und zwar ist das die Altersbestimmung des Bockes anhand eines Gehirnes und die Eiruhe beim Rehwild. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Bis gleich! Ich habe mich für dich ganz besonders nochmal intensiv mit der Altersbestimmung beim Rehwild und der Eiruhe beschäftigt. Wir als Jungjäger haben es ja nicht ganz leicht, die Jungen von den alten Böcken zu unterscheiden. Und wenn uns dann in der mündlichen Prüfung verschiedene Gehirne vorgelegt werden, da brauchen wir natürlich ein paar Tipps, die uns helfen. Und genau darum geht es in dieser Folge. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass im Laufe des Alters zunächst die Entwicklung der Gehirne stärker wird. Am Ende dieser Entwicklung steht dann der sogenannte Sechser. Das ist der Idealfall. Und danach kommt es zum Zurücksetzen. Doch was ist das denn jetzt genau? Je älter ein Stück wird, je mehr werden die Zähne und die Molaren abgenutzt. Die Folge davon ist, dass Nahrung viel schlechter verwertet werden kann und es somit auch zu einer Verringerung in der Nährstoff- und Energieaufnahme kommt. Die Energie, die jetzt noch aufgenommen wird, wird in die Erhaltung der lebensnotwendigen Systeme gesteckt. Das Gehirn selber gehört nicht dazu. Man könnte fast sagen, es ist ein Luxusgut. Und erst wenn der Energiebedarf für alles andere gedeckt ist, dann kann die verbleibende Energie in die Gehirnentwicklung fließen. Ich denke mal, das ist logisch. Doch welche Indizien helfen dir jetzt bei der Altersbestimmung? Zum Ersten die Höhe der Rosenstöcke. Je älter ein Bock ist, je kürzer sind auch die Rosenstöcke. Aber warum ist das so? Der Petschaft sagt dir wahrscheinlich was, das ist die sogenannte Sollbruchstelle. An dieser Stelle wird das Gehirn abgeworfen. Und jedes Mal, wenn der Bock das Gehirn abwirft, kommt es zu Materialverlusten. Und damit verkürzt sich die Länge der Rosenstöcke etwas. Das ist immer nur ein ganz, ganz kleines bisschen, aber im Verlaufe der Zeit eben doch sehr gut sichtbar. Das zweite Indiz ist der Durchmesser der Rosenstöcke. Je älter ein Bock ist, je größer ist auch der Durchmesser. Der dritte Punkt ist die Verteilung der Gehirnmasse. Je älter ein Bock ist, je weiter scheint die Gehirnmasse nach unten zu wandern. Aber Achtung, die Masse selber hilft dir nur nicht wirklich, denn durch Genetik und das Nahrungsangebot in der letzten Saison kann die Gehirnmasse in jedem Jahr unterschiedlich sein. Das heißt, wenn es insgesamt zum Beispiel ein harter Winter war, es wenig zu fressen gegeben hat, dann hat natürlich auch so ein Rehbock keine Energie für die Geweihentwicklung, sodass das im nächsten Jahr zum Beispiel bei dem gleichen Tier wieder ganz anders aussehen kann. Deshalb merke dir nur, die Masse wandert scheinbar nach unten. Der vierte Punkt, die Stirnnaht. Die ist bei den älteren Tieren schon stärker verknöchert. Du kannst dir auch zum Beispiel vorstellen, die Fontanelle eines Babys. Das ist sozusagen die weiche Stelle oben in der Mitte des Kopfes, unter der Kopfhaut, die einfach noch nicht zugewachsen ist. Erst im Verlaufe des ersten Lebensjahres wachsen die Knochen dann hier zusammen. Und so ist es auch bei den älteren Böcken oder bei den älteren Tieren, die Stirnnaht ist hier schon einfach stärker verknöchert und man kann das sehr gut sehen. Und als letzten Punkt betrachten wir die Wölbung des Nasenbeines. Bei den älteren Böcken ist das Nasenbein breiter und flacher. Ich fasse nochmal zusammen, du hast 5 Indizien zur Altersbestimmung. Die Höhe der Rosenstöcke, der Durchmesser der Rosenstöcke, die Verteilung der Gehirnmasse, die Stirnnaht und die Wölbung des Nasenbeines. So, jetzt kennst du die 5 wichtigsten Indizien zur Altersbestimmung anhand eines Bockgehirns. Ich bin mir sicher, es macht richtig Laune, dieses Wissen
bei den nächsten Gehirnen anzuwenden. Und damit punktest du nicht nur in der mündlichen Prüfung, sondern auch bei den erfahrenen Jägern. Jetzt im zweiten Teil der Folge soll es um die Eiruhe gehen. In der Bambi-Geschichte bin ich ja auf diesen Punkt nur ganz kurz eingegangen. Doch die Natur hat sich hier was total Geniales ausgedacht und deshalb möchte ich hier auch unbedingt nochmal etwas ausführlicher drauf eingehen. Mich bewegen zur Eiruhe zwei Fragen. Erstens, was ist Eiruhe überhaupt? Und zweitens, was ist das Ziel von ihr? Die Eiruhe wird auch als Keimruhe bzw. Vortragszeit bezeichnet. In dieser Phase entwickelt sich der Embryo nicht. Erst nach Abschluss der Eiruhe geht die Embryonalentwicklung weiter. Aber warum ist das so? Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, einen Blick auf die Abläufe zu werfen. Die Paarungszeit oder auch Blattzeit genannt, ist beim Rehwild Mitte Juli bis Anfang August. Wenn wir annehmen, dass die Tragzeit 8 Monate beträgt, dann würden die Kitze im März gesetzt werden. Ein symbolischer Blick aus dem Fenster zeigt uns jedoch, es ist einfach kalt. Es gibt fast nichts zu fressen und das Äsungsangebot ist einfach sehr knapp. Es gibt keine Wiesen, um die Kitze sicher zu setzen, also alles in allem keine guten Bedingungen für einen guten Start ins Leben. Durch die Eiruhe jedoch verlängert sich die Tragzeit auf knapp 10 Monate. Mit Beginn der Wintersonnenwende Mitte Dezember endet die Eiruhe. Das heißt, die Entwicklung des Embryos geht los. Und nach einer Tragzeit von knapp 5,5 Monaten werden die Kitze in den Monaten Mai-Juni gesetzt, bei optimalen Bedingungen. An diesem Beispiel kann man mal wieder sehen, wie super die Natur Abläufe regelt. Und zwar nicht nur beim Rehwild. Auch Dachs, Baum- und Steinmarder und das große Wiesel, Hermelin genannt, haben eine Eiruhe. Wenn du jetzt noch mehr Infos zum Rehwild möchtest, empfehle ich dir den Steckbrief Natur bei YouTube. Ich verlinke dir den Link in den Shownotes. Auch wenn diese Folge dort schon etwas älter ist, hat sie doch noch immer alle wichtigen Fakten und schöne Aufnahmen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Altersbestimmung und freue mich, wenn du deine Erfahrungen mit mir oder den anderen Hörern teilst. Lass einfach eine Sprachnachricht über Anchor da und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, was ich sehr hoffe, dann abonniere doch einfach den Podcast. Bis bald, Horrido und Weidmanns Heil. Auf die Ohren, deine Anja. Horrido und Weidmanns Heil. Hier ist wieder deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. In unserer neuen Folge heute geht es um Hühnervögel. Ich muss immer ganz doll aufpassen, wenn ich dieses Wort spreche. Ich will immer Hühnerflügel sagen. Ich meine natürlich die Hühnervögel. Also lass dich überraschen. Viel Spaß dabei. Bis gleich.